Nur aus Quotengründen streuen wir in unser Programm immer wieder einfache Sexfilme ein. 2007, Edmund Stoiber legt Hand an. Tja, ohne den Horst Seehofer wäre dieses Jahr sicher viel weniger lustig geworden, als es mit ihm geworden ist. Wobei man aber sagen muss, dass die CSU den Menschen ja ohnehin oft ganz viel Freude bringt. Diese offensive Sinnlichkeit. Klasse. Mal im Ernst, bei der sexuellen Befreiung ist die CSU in Deutschland schon immer eine treibende Kraft gewesen. Und wenn heute, sagen wir mal, so ein Vogel wie der Horst Seehofer zwei Frauen gleichzeitig bescheißt, dann sagt der Markus Söder: Wir haben das Leitbild von ihr und Familie, das steht oben an. Jo, und ansonsten ist man einfach ganz unverkrampft und der Chef zeigt, wie es geht. Bevor ich am letzten Sonntag in der Nacht mit Frau Merkel die letzte Hand angelegt habe. Ja, mit? Mit? Mit Frau Merkel. Mit Frau Merkel. Ja. Da wird sie da. Wo? An der gemeinsamen Position. Ah, Mensch, so genau will man es denn eigentlich gar nicht mehr wissen. Und Enthüllungsgeschichten haben wir jetzt ja schon zur Genüge. Wahrscheinlich aber ist, dass die CSU da noch ein paar Schritte weitergeht. Immer näher am Menschen. So steht's ja schon im Programm.